Ich glaube, dass es ganz normal ist, dass Freundschaften auch nicht immer perfekt laufen und dass es aber auch immer viel mit einem selber zu tun hat. Und vielleicht wirft einen der Film so ein bisschen zurück auf einen selbst und auf die Reflexion, auf die Selbstreflexion. Die Freundinnen Jojo und Paula sind unzertrennlich und genießen ihr Single-Leben in Berlin. Doch dann verliebt sich Jojo Hals über Kopf und will mit ihrem Traummann eine Zukunft aufbauen. Weit weg von Berlin und von Paula. Für diese bricht daraufhin eine Welt zusammen. Getrieben vom Trennungsschmerz und der Angst vor Einsamkeit, versucht Paula alles, um Jojo zurückzugewinnen und sie vom vermeintlich größten Fehler ihres Lebens abzuhalten: einer Heirat. Ich glaube nicht, dass du ihn heiratest. Mann, der Typ ist ein Arsch. Der braucht dich nicht. Aber ich brauch dich. Nein, bleib hier. Caro Kult spielt im Film Paula. Per Videocall haben wir sie zum Interview getroffen. Caro, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal ganz kurz beschreiben, die Paula, die du spielst. Was ist sie für ein Typ? Also was macht sie aus? Paula ist, glaube ich, Paula ist auf jeden Fall schon auch eine Getriebene von Traumata, die sie irgendwann mal erlebt hat, was sie zu einem Menschen macht, der extreme Reaktionen zeigt in Menschen, in Momenten, in denen sie sich getriggert fühlt. So. Trotzdem ist sie jemand, der mit dem ganzen Herzen lieben kann. Und ich glaube, sie ist jemand, der Ehrlichkeit fordert. Und so eine radikale Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch der einzige Weg der Kommunikation, mit dem sie so richtig umgehen kann und was sie versteht. So, das ist ihre Sprache. Ansonsten ist sie jemand, die also kein Blatt vom Mund nimmt und irgendwie nicht darüber nachdenkt, wie sie immer wirkt, sondern einfach ist so. Und auf eine Art auch einen Frieden damit gefunden hat, dass sie einfach so extrem ist, wie sie manchmal ist. Und was würdest du sagen, hat dich so schauspielerisch am meisten gereizt an dieser Figur? Also eigentlich alles. Sie ist natürlich ein sehr vielschichtiger Charakter, der wo es extrem viel psychologisch auch zu analysieren gab. Und da mein absolutes Hobby ja Psychologie ist und das einer der Punkte ist, warum ich diesen Job so liebe, war das für mich natürlich ein absolutes Geschenk. Ich finde auch, also es war auch total toll, weil es meiner Meinung nach auch schon ein feministischer Film ist, einfach weil er zwei Frauen zeigt, die sich so verhalten, also die Verhaltensmuster an den Tag legen, die zumindest in der Filmindustrie viel mehr Männern zugeschrieben waren oder auch immer noch sind. Und deswegen finde ich, ist das ein super neuer Film, ein moderner Film, ein wichtiger Film, der eine Ehrlichkeit und Authentizität von zwei erwachsenen Frauen erzählt, die ich so schon auch selten gesehen habe, wenn ich mich da jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen darf. Misch dich nicht immer ein, verdammt nochmal! Hey! Im Film gibt es ja ganz viele Momente, wo jetzt die Paula, sag ich mal, einfach für sich ist. Also ne, sie hat ja diese Angst, eben den wichtigsten Menschen in ihrem Leben zu verlieren und damit verbunden eben diese Angst vor Einsamkeit und dem Alleinsein. Und ich fand, du hast das wirklich also phänomenal gespielt, weil diese ganzen Emotionen also sind auf jeden Fall super gut rübergekommen. Also es war perfekt transportiert. Deswegen die Frage, also wie schwierig war es für dich, dich da so hineinzuversetzen, dass das eben so echt herüberkommt? Also erstmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Kompliment. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil ich habe wirklich einen Teil meines Herzens in diesem Film gelassen, einfach weil ich mich wirklich aufgegeben habe für diese Zeit. Schon auch so extrem, dass die Menschen in meinem Umfeld so ein bisschen Schwierigkeiten mit mir hatten, die ersten zwei Monate, nachdem der Dreh vorbei war. Und es ist witzig, weil ich selber dachte immer, ja klar kann man sich reinversetzen, aber wer mit sich total gesettelt ist und sein Leben liebt, der hat nicht so Schwierigkeiten, eine Rolle wieder abzuwerfen. Und hab dieses Phänomen fast asozialerweise ein bisschen belächelt, so. Und war dann selber mittendrin und es war schon intensiv und in der Zeit, in dieser ganzen Dreh, es war ein wundervoller Dreh und die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, sind der Hammer. Aber ich selber, meiner Seele,
mir ging es schon, ich war jetzt nicht jeden Tag sehr heiter. Also es war schon ein Mut, in dem ich mich gehalten habe. Und ich glaube, das hat es aber, also für diese Intensität hat es das auch gebraucht. Schon so ein bisschen Method auch, wo man auf jeden Fall für sich entscheiden kann, bis zu welchem Grad es an die eigene Substanz geht. Also das war für mich schon auch eine Grenzerfahrung und auch eine Erfahrung, die mich wieder neu hat darüber nachdenken lassen, was ich bis zu welchem Grad zulasse und ab wo ich auf mich aufpassen muss. So. Genau, und ich finde auch generell, der ganze Film wirkt sehr, sehr authentisch und natürlich. Deswegen die Frage, hat euch die Regisseurin Barbara also da teilweise auch viel Freiraum gelassen, dass ihr ein bisschen improvisieren konntet und einfach in die Stimmung eintauchen und einfach laufen lassen konntet? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube eh so dieses Dreiergespann zwischen uns, das war teilweise total Rock'n'Roll. Also SchauspielerInnen, die für ein, zwei Tage nur da waren, die waren so, Alter, okay, was geht denn bei euch ab? Ihr seid ja total krass drauf. Also wir haben zum Beispiel Abend irgendwas besprochen oder ja, für morgen die und die Szene, und dann hat sie teilweise den Text nochmal komplett umgeworfen, dann haben wir nochmal unsere Inspiration da reingegeben und dann haben wir an dem Tag einfach was ganz anderes, teilweise, was heißt was ganz anderes, aber schon was anderes als das, was eigentlich mal im Drehbuch stand, performt. Also ja, ich glaube, Leute, die lange brauchen, um Text zu lernen, wären ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Was passiert? Hat deine Chefin dich belästigt? Kannst du nicht sagen. Wieso? Oh, ich krieg's. Oh Gott, komm, lass uns mal ein Bier holen. Ich will kein Bier. Doch, 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 du willst doch immer. Aber jetzt gerade will ich keins. Und das ist ein Riesenzeichen dafür, dass hier irgendwas nicht stimmt. Du sagst mir jetzt, was los ist. Was würdest du sagen, was macht generell eine gute Freundschaft aus? Respekt. Auf jeden Fall, ich glaube, Respekt und Toleranz für die Wahrheit, also und ein Support dafür, dass man sich auf den Weg macht, seine eigene Wahrheit zu finden. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und eigentlich natürlich auch Nächstenliebe und Support in dem Sinne, dass man eigentlich auch gehen lassen kann, wenn man weiß, es ist zu dem Besten der anderen Personen. Ja, und ich glaube, Verlässlichkeit ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber was es für mich als Caro schon auch was für mich extrem wichtig ist, ist, dass man sich eben versteht für das Wesen, was man ist und einen so sein lässt. Was okay ist, ist, glaube ich, eine Inspiration in gesunde Richtung, wenn man da gefragt wird und in den Austausch geht. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon für das, also das zu lieben, was die Person wirklich ist. Und was würdest du sagen, ist vielleicht auch der beste Weg, um so eine essentielle Krise in einer Freundschaft zu überwinden? Boah, was ist der... Ich glaube, es ist ein bisschen das Verstehen, was die Wahrheit der Person gegenüber ist. So, und ich glaube, wenn man sich... sind Beziehungen eigentlich am besten, wenn sie egofrei laufen, weil einen Menschen zu lieben hat wirklich, sollte am wenigsten damit zu tun haben, was man selber will. Also das ist ja egal von welcher Art Beziehung so, wenn Menschen sagen, ja, also meine optimale Beziehung wäre das und das und ich würde mir von der Person, mit der ich zusammen bin, wünschen, dass sie so und so ist, ist das total die krasse Aussage meiner Meinung nach, weil die Person, mit der du jetzt zusammen bist oder befreundet bist, die ist ja nun mal die Person, die sie ist. Und entweder trifft man, glaube ich, die Entscheidung für die Person, die es jetzt ist, oder man ist zusammen vielleicht gar nicht so richtig, wie man das gern wäre. So. Und wenn man was anderes will als das, was ist, dann hat es wieder mehr mit dem Ego zu tun. Also dann habe ich eine Idee. Dann holen wir dir jetzt ein Hochzeitskleid. Echt jetzt? Ja, na klar. Aber wenn du noch länger überlegst, überleg ich es mir anders. Aber nie. Noch ganz kurz zum Schluss die Frage, was hoffst du vielleicht auch, was die Zuschauerinnen und Zuschauer so aus dem Film für Jojo mitnehmen können? Ich glaube, ich hoffe erstmal, dass man mitnehmen kann, dass Frauen nicht immer sexy und sweet und total höflich sein müssen, sondern dass Frauen auch mal krass sein können und sind, wie sie sind, dass man nicht immer toll aussehen muss, dass man Mut zur Hässlichkeit haben darf, von innen und außen.
Und ja, ich glaube, dass es ganz normal ist, dass Freundschaften auch nicht immer perfekt laufen und dass das aber auch immer viel mit einem selber zu tun hat. Und vielleicht wirft einen der Film so ein bisschen zurück auf einen selbst und auf die Reflexion, auf die Selbstreflexion. Alles klar, ja, dann vielen lieben Dank. Vielen Dank, das war ein schönes Gespräch. Danke. Kiss me. Won't you hear my demands? Ich würde dich so vermissen.